Heute geht es um den häufigsten Tumor beim jungen Mann. Es geht um Hodenkrebs. Wie erkennt man ihn und wie kann man Hodenkrebs behandeln, wenn es einen denn getroffen hat? Hallo, mein Name ist Dr. Marc Birkhahn. Ich bin Urologe und Androloge in der Urologie am Ring in Köln. Heute sprechen wir über Hodenkrebs. Hodenkrebs ist der häufigste Tumor beim jungen Mann. Man muss sagen, als junger Mann, also 20 bis 30, ist so ein Alter, kriegt man nicht häufig einen Tumor. Aber wenn es eintrifft, dann ist es meistens Hodentumor. Und vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen auch schon mal irgendwie einen Freund, Bekannten gehabt, den es da getroffen hat. Wie erkennt man einen Hodenkrebs? Beim Hodenkrebs tastet man plötzlich einen harten Knubbel am Hoden. Das ist nicht so ein ganz leichter, weicher Knubbel, sondern das ist schon ein richtig harter Knubbel, ungefähr so hart wie so ein Knöchel. Ja, man hat die glatte Oberfläche des Hodens und da tastet man einen harten Knubbel dran. Wenn das der Fall ist, bitte zum Arzt gehen, muss man zum Urologen und muss sich da durchchecken lassen. Das Tückische ist, ein Hodentumor tut nicht weh. Also dann kommen die Männer zu mir und sagen, ja, ach nee, das ist ja gar nicht so schlimm. So langsam wird das immer größer, jetzt die letzten paar Wochen immer größer geworden. Aber es tut ja nicht weh, deshalb bin ich nicht zum Arzt gegangen. Das ist ehrlich gesagt genau der falsche Gedanke. Also die Tatsache, dass es nicht weh tut, ist eher ein Zeichen dafür, dass es sowas Ernsteres sein könnte. Wenn Sie zum Urologen kommen, untersucht man das, man tastet das, also mit der Erfahrung, die ich und die meisten Urologen haben, kann man das ehrlich gesagt schon vom Tasten her sagen, dass das so was in die Richtung ist. Aber man macht immer noch eine Ultraschalluntersuchung. Im Ultraschall ist normalerweise ein Hoden ganz gleichmäßig, hat eine ganz gleichmäßige graue Farbe. Bei einem Hodentumor sieht man plötzlich nicht mehr alles schön gleichmäßig grau, sondern da sind dann meistens so dunklere oder zum Teil auch etwas hellere, unregelmäßige Flecken drin, wie wir das hier in dem anderen Beispiel sehen. Wenn das auftritt, ja, dann ist die Diagnose klar, das ist ein Hodenkrebs. Die schlechte Nachricht: Eigentlich sind alle Hodenkrebse bösartig. Es gibt sehr, sehr wenige gutartige Hodenkrebse. Bösartig heißt, dass der Krebs Metastasen machen kann, also streuen kann. Das macht er sogar beim Hodentumor ziemlich schnell. Jetzt die gute Nachricht. Ein Hodenkrebs ist exzellent heilbar. Das ist wirklich sehr gut zu heilen. Allerdings braucht es da eine wirklich gute Therapie zu. Um die Therapie genau für Sie festzulegen, muss man einige Dinge wissen. Der erste Schritt ist immer, dass man dann in ein Krankenhaus eingewiesen wird und der Tumor entfernt wird, weil wir aus dem Tumor wissen müssen, woraus der besteht. Also es gibt verschiedene Arten von Hodentumoren. Das heißt, so eine Operation steht am Anfang des Ganzen. Das wird entfernt. Bei kleinen Befunden kann man versuchen, den Hoden komplett zu erhalten, oder wenn man zum Beispiel nur einen Hoden hat, ne, dann tut man natürlich alles, um den Hoden zu erhalten, aber sonst ist schon häufig eine komplette Entfernung notwendig. Es gibt dann einige wichtige Blutwerte, sogenannte Tumormarker, die man wissen muss, und man braucht CT-Untersuchungen, ne, also so, dass man CT von der Lunge, vom Bauchraum macht. Wenn man das hat, also man weiß, welcher Typ des Tumors es ist, wie weit der schon fortgeschritten ist, wie bösartig der ist, dann weiß, wie sind die CT-Befunde, wie sind die Tumormarker, kann man eine Therapie festlegen. Das Ganze ist, wie gesagt, wie ich meinte, extrem gut heilbar. Eigentlich muss man an einem Hodentumor nicht versterben. Das ist aber nur dann der Fall, das ist nur dann so gut heilbar, wenn es wirklich eine super Behandlung ist. Was ich bei allen meinen Patienten mit Hodentumor mache, ist, ich verlasse mich nicht auf mein eigenes Wissen, nicht nur, sondern ich hole immer eine Zweitmeinung ein. Also es gibt da wirklich ein sehr, sehr gutes, so ein Zweitmeinungssystem, da kann ich das so in den Rechner eingeben, so webbasiert, und dann guckt sich einer der Experten in Deutschland das an und sagt, okay, der Vorschlag stimmt, ne, so wie der Birkhahn das machen will, so würde ich das auch machen. Oder er sagt mir, nee, überleg mal das, mach das da besser. Erst dann, wenn man wirklich zwei Meinungen hat, dann sollte man wirklich das so auch behandeln. Ich hatte erzählt, dass Hodentumor schon schnell streuen kann. Ja, das ist aber nicht ganz so schlimm im Gegensatz zu anderen Krebsarten. Wenn Sie zum Beispiel einen Lungenkrebs haben und der Lungenkrebs hat schon gestreut, naja, dann ist es schon extrem schwierig zu heilen, beziehungsweise wahrscheinlich nicht mehr zu heilen. Das ist beim Hodentumor anders.
Man kann Metastasen, Absiedlungen sehr, sehr gut heilen, weil die so gut auf Chemotherapie reagieren. Dadurch, dass der aber auch so früh Metastasen macht, der Hodentumor, ist eine Chemotherapie relativ häufig notwendig danach. Das werden Sie als junger Typ gut überstehen, aber es ist schon eine relativ anstrengende Sache, wenn so eine Chemotherapie gemacht werden muss. Es gibt so ein paar Spezialformen, wo andere Behandlungsformen notwendig sind, also dass man operiert und dann eine andere Nachbehandlung macht. Zum Beispiel gibt es bestimmte Tumortypen, wo man auch eine Bestrahlung machen kann, wobei das immer seltener geworden ist, oder wo man auch eine Operation am Bauchraum machen muss, um da alle eventuellen Tumoren oder Metastasen, wenn da schon im Bauchraum was ist, das auch zu entfernen. Wenn Sie diese anstrengende Phase der Therapie, der Chemotherapie, vielleicht auch eine Kur und solche so Gesprächstherapien, um mit der ganzen Sache überhaupt klarzukommen. Wenn man das überstanden hat, dann geht es darum, dass man nachher gut kontrolliert, dass nicht Tumor wieder auftritt. Die höchste Wahrscheinlichkeit, dass wieder was kommt, ist innerhalb der ersten 2 Jahre. Also wenn man die ersten 2 Jahre gut überstanden hat, dann kann man das immer weiter im Kopf nach hinten schieben. Nach 5 Jahren ist eigentlich das Thema durch, dass sowas nach 5 Jahren und länger wiederkommt, ist beim Hodenkrebs extrem selten. Also, Sie merken, heute war ein ernstes Thema. Hodenkrebs ist eine ernste Sache. Es ist sehr, sehr gut heilbar. Das heißt, wenn man da was tastet am Hoden, wo man sich nicht wirklich sicher ist, was könnte es sein, bitte zum Arzt gehen, am besten zum Urologen direkt gehen, damit man das checkt und schaut, ist es was oder ist es nicht. Es gibt auch viele andere Befunde, die gar keinen, wo man was tastet, was gar kein Hodenkrebs sein muss. Ich habe noch ein anderes Video zum Thema gemacht, zum Thema, man tastet einen Knubbel am Hoden, was kann es sein? Natürlich, meistens ist das kein Hodenkrebs zum Glück, aber dieser harte Befund am Hoden, das sollte einem zu denken geben. Dann bitte zum Urologen gehen und sich durchchecken lassen. Freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind und wir andere interessante Themen in der Urologie behandeln. Bis dahin, tschüss.